Vera Benthaus? Ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Vera. Amelie, danke. Schön, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Ist doch selbstverständlich. Was hat dein Schatz dir denn geschenkt? Ich weiß es noch nicht, aber ich bin schon richtig gespannt, was er sich ausgedacht hat. Auf jeden Fall gehen wir heute Abend ganz schick essen. Wo bist du eigentlich? Ich? Ich mache gerade eine Kur in der Oberlausitz. Eine Kur? Bist du krank? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich bin völlig gesund und das will ich auch bleiben. Eine Kur macht man, um sich körperlich fit zu halten und es sich dabei auch gut gehen zu lassen. Das Letztere ist eindeutig das Bessere. Du kannst mich ja mal besuchen. Das ist die absolute Idylle hier. Außerdem bin ich in einem Hotel gelandet, zu dem auch ein Reiterhof gehört. Das wäre doch was für dich, oder? Das wäre wunderbar, nur... Ja, ja. Der Job und Gerd oder Gerd und der Job. Die alte Leier, das kenne ich schon von dir. Aber das ist kein Thema heute. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und Liebe und dass all deine Träume sich ganz schnell erfüllen. Danke, Amelie. Ich melde mich. Ciao. Und wir kreisen. Na komm. Träume. Ist gut. Ach, wirklich? Na, bin ich mal gespannt auf Ihre Recherchen. Oh, bitte nicht jetzt am Telefon, Sarah. Wir sehen uns ja nachher in der Redaktionskonferenz. Ja, bis dann. Morgen, Liebes. Ich hab gedacht, du hast uns ein Frühstück gemacht. Tut mir leid, aber ich muss vor der Sitzung noch die Mails aus Los Angeles abarbeiten. Wir sehen uns dann gleich im Verlag. Dann vergiss wenigstens nicht, dass wir heute Abend verabredet sind. Sorry, das geht leider auch nicht. Wir müssen das aber ein anderes Mal verschieben. Harry Severin will unbedingt einen Pressestammtisch einrichten und ich soll das alles für ihn organisieren. Und wieso weiß ich nichts davon? Weil unser Verleger nun mal so ist. Nun mach nicht so ein enttäuschtes Gesicht, ich kann es nicht ändern. Also, bis gleich. Im Verlag. Damit wäre der Aufmacher für die nächste Ausgabe abgehakt. Hallo? Danke. Ich melde mich. Jetzt zu einem anderen Thema. Es gibt neue Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort unseres Bestseller-Autors Miles Spoon. Wie jedermann weiß, ist Miles kurz nach Erscheinen seines Erstlingswerkes abgetaucht und war seitdem nie wieder gesehen. Das war vor 20 Jahren. So alt ist auch das Foto, das wir von ihm haben. Wenn es uns also gelingt, ihn für ein Exklusivinterview zu gewinnen, wäre das schlicht sensationell. Unsere Kollegin, Sarah Kuh, hat recherchiert. Sarah, bitte. Miles Spoon hat früher beim Auswärtigen Amt in Bonn gearbeitet. Das war seine letzte Station, bevor er mit dem Schreiben von Romanen anfing. Aber ich habe einen guten Informanten. Und der weiß, dass Miles Spoon sich nach Frankreich abgesetzt hat. Gut, Sarah. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Moment. Ich bin schon länger mit der Recherche befasst. Soviel ich weiß, ist er in Deutschland. Vera, ich denke, Sarah sollte an der Story dranbleiben. Wenn sie Spoon findet, ist die Chance einfach größer, dass sie ein Interview bekommt. Sie ist jung, sie ist attraktiv. Miles Spoon ist auch nur ein Mann. Tut mir leid, ich dachte, Sie wussten Bescheid. Kein Problem. Auch ich hatte meine erste Chance. Ich hab dich nicht vorgeführt. Du bist auf einem total idiotischen Jung-Jung-Trip. Für so eine heikle Aufgabe braucht man Fingerspitzengefühl. Außerdem war es meine Geschichte. Und ich kann meinen Job. Das weiß ich. Und den will dir auch keiner streitig machen. Kann es sein, dass du eifersüchtig bist? Sag doch gleich, dass ich stutenbissig bin. Ach, Vera, bitte, wir sind doch beide Profis. Muss ich dir unser Business erklären? Nein, das musst du nicht. Aber vielleicht, wie du zu mir stehst.
Entschuldigung, lass uns später darüber reden. Ja, Lisa? Wir sprechen immer später drüber. Der Pressestammtisch ist verschoben. Na wunderbar, dann fliege ich heute nach Los Angeles. Ja, buchen Sie. Das ist ja eine Überraschung. Ich glaub das nicht. Genau so war's gedacht. Du und deine geliebte Lorin, das heißt, du bleibst länger? So circa 3 Wochen. Ehrlich? Ist ja wunderbar. Dann haben wir endlich mal Zeit füreinander. Fritz, bitte. Aber was ist mit Gerd und deinem Job? Guten Tag. Grüß Gott. Ja, bitte. Immer dasselbe. Aber ich habe mir gesagt, ich brauche eine Auszeit. Und du kennst mich ja. Wenn ich mir was vornehme, dann tue ich es auch. Ich stelle dich schnell vor. Herr Gerstner, darf ich Ihnen meine Freundin Frau Benthaus vorstellen? Unser Überraschungsgast. Herzlich willkommen. Freut mich. Ich bin hier sozusagen das Mädchen für alles. Er wird dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Er ist ja nur der Chef hier. Darf ich die Damen auf ein Glas Champagner einladen? Danke. Gern. Gerd hat deinen Geburtstag wirklich vergessen? Ja. Und er hat nicht einmal die Zeit gefunden, sich von mir zu verabschieden, bevor er nach L.A. geflogen ist. Jedenfalls bin ich nicht zu Hause, wenn er kommt. Jetzt sag bloß nicht, er weiß nicht, wo du bist. Hm, verstehe. Ein bisschen Rache muss sein. Klingt nach Beziehungskrise. Ach, wenn es nur Gedankenlosigkeit wäre. Aber weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, für Gerd bin ich ein exklusives Möbelstück. Nützlich und vor allem da, wenn man es braucht. Das verflixte 7. Jahr. Ich meine es ernst. Für ihn ist der Erfolg wichtiger geworden als alles andere. Vielleicht bin ich hier einfach austauschbar. Gegen eine Jüngere. Ihr seid doch so ein gutes Team. Morgen wird er dich anrufen und sich bei dir entschuldigen. Ich kann anrufen, solange er will. Ich habe mein Handy abgeschaltet. Und es bleibt auch so. Solange ich hier bin. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Na, Lorin, mein Mädchen. Hast du gut geschlafen? Entschuldigung, ich bin ja fremd. Gibt es hier eine Route, die Sie mir empfehlen könnten? Alle, Sie können gar nichts falsch machen. Schönen Tag. Komm, Nico, wir müssen los.
Ganz ruhig. So, jetzt ruhig. Zug ist ja vorbei. Nun komm, versuch mal ganz langsam. So. Das ist nicht gewöhnt. Normalerweise reiten wir im Englischen Garten in München. Na ja, Tiere werden schon mal nervös, wenn etwas eintritt, das sie nicht kennen. Ja, das stimmt. So. Da hinten ist eine Bahnunterführung. Flico, komm. Wenn Sie die nehmen, müssen Sie nicht über die Gleise zurück. Danke schön. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja? Bitte. Danke sehr. Amelie. Vera. Du siehst ja schon richtig erholt aus. War schön beim Reiten? Ziemlich aufregend. Erzähl ich dir später. Jetzt gehe ich erst mal duschen. Inlineskates. Ist das eine Paar für mich? Nicht wirklich. Hallo. Bruno. Das ist meine Freundin Vera. Bruno. Hallo? Bruno heiß. Leicht zu merken, das Gegenteil von kalt. Sie sind also die berühmte Vera. Der letzte Artikel hat mir ausgezeichnet gefallen. Obwohl ich normalerweise keine Frauenzeitschriften lese, aber Amelie hat darauf bestanden. Dann habe ich ja schon einen männlichen Fan. Bescheidenheit war schon immer Veras Stärke. Verstehe. Eine Kur machen, um sich körperlich fit zu halten und es sich gut gehen zu lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Skaten. Ich würde lieber ein Eis essen gehen. Vera, den musst du unbedingt lesen. Der neue Roman von Miles Boone. Total spannend. Danke. Kurve, Bruno. Linkes Bein belassen. Das war so einfach. Geht doch schon ganz gut. Wozu du mich alles bringst? Wenn mich so meine Belegschaft sehen würde, jeglichen Respekt würden die verlieren. Wenn du nach Hause zurückkommst, werden sie dich bewundern und dir Komplimente machen. Die Rosen wollte ich ohnehin kaufen. Geben Sie noch 20 Stück von den Roten dazu für diese wunderschöne Frau. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wiederum. Entschuldigung, kann ich noch ein Kuvert haben, bitte? Danke sehr. Die Dame vom Bahnübergang. Sie lesen Miles Boone? Mögen Sie den? Das wird sich zeigen. Ich kenne das Buch noch nicht. Schönen Tag. Gleichfalls. Du bist ja sowas von einem Antisportler, Bruno. Aber lieb. Eine Kur macht man doch, um schöne Frauen kennenzulernen. Stimmt doch. Ich glaube, ich habe schon wieder gewonnen. Ich habe einfach das sprichwörtliche Anfängerglück. Du hast eben doppeltes Glück. Stimmt. Und das Glück sollte man nicht herausfordern. Deshalb höre ich jetzt auf. Dann darf ich die Damen jetzt zu einem Drink einladen. Oh ja, gerne. Das ist eine gute Idee. Schade. Dabei ist die 7 eigentlich meine Glückszahl. Vielleicht sollten Sie mal eine andere Zahl versuchen. Welche würden Sie vorschlagen? Das müssen Sie selbst entscheiden. 8 oder 23? Dann würde ich sagen, die 23. Viel Glück. Geht das Spiel zu machen? Für die Damen, 2 Glas Champagner und für mich ein Pilz. Das geht aber auf mich. Danke. Mhm. Ich habe jetzt ja die Tasche voller Geld. 23, rot. Jetzt sag schon, Vera, wer war denn das? Er hat sein Pferd bei Herrn Gaston im Stall stehen. Mehr weiß ich nicht. Der lebt am Wasserturm, ziemlich zurückgezogen. Ein Einzelgänger. Prost. Auf den schönen Abend.
Fein. Entschuldigen Sie, darf ich kurz stören? Ich wollte der Dame ihren Anteil geben. Die 23 hat gewonnen. Nein. Doch. Aber das kann ich auf keinen Fall annehmen. Ja, ich auch nicht. Aber Sie wissen doch, Spielschulden sind Ihren Schulden. Was machen wir denn jetzt? Das weiß ich nicht. Ich im Moment auch nicht. Ja, dann noch einen schönen Abend. Liebe Vera, die allerbesten Glückwünsche zum Geburtstag wünscht dir deine Mutter. Du Scheiße. Ich trottel. Dies ist die Mailbox von Vera Benthaus. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Hallo, Liebes. Ich bin wieder zu Hause in München. Wo bist du? Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Ich kann deinen Ärger verstehen. Ruf mich doch bitte an. Bitte. Also, bis zum Wochenende. Wiedersehen. Ich bring dich raus. Nein, ich kann Abschiedsszenen nicht leiden. Ich wünsche den Damen noch viel Spaß, soweit das möglich ist, nämlich. Ein wenig erstaunt bin ich schon über dich und Bruno. Wie nennt man das? Ein Kurschatten? Da niemand auf mich wartet, kann man von Schatten schlecht reden. Und weißt du, ob auf ihn jemand wartet? So verliebt, wie wir sind, kann ich mir das nicht vorstellen. Ich wünsche mir, dass du recht hast. Auf jeden Fall genieße ich es jetzt. Ein Geschenk des Hauses. Recht vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Heimfahrt. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Morgen, Martin. Hallo, Robert. Ist Frau Benthaus noch im Haus? Soviel ich weiß, ist sie noch beim Frühstück. Wunderbar. Kannst du ihr freundlicherweise diesen Brief geben? Gerne. Frau Benthaus ist eine sehr charmante Frau. Du sagst es. Vielen Dank. Das Essen scheint dir wenigstens zu schmecken. Du meinst, es ist schon ein Anfang.
Vielleicht findest du ja auch einen Kurschatten. Daran denke ich überhaupt nicht. Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. Frau Benthaus, das wurde gerade für Sie abgegeben. Danke. Von Robert Gerlach. Der Mann mit den Spielschulden? Mhm. Er möchte mit dir ausreiten. Ja. Ich wusste gar nicht, wie schön es hier ist. Es ist alles so friedlich. Ja, mir ist es ganz wichtig, die Natur mit allen Sinnen zu genießen. Die Jahreszeiten zu leben. Die Natur scheint mich zu lieben. Wie bitte? Ja, für mich heißt lieben, dass der andere glücklich ist. Und ich bin in der Natur glücklich. Einer der Gründe, warum ich hier lebe. Und der andere, weil es hier ein Casino gibt. Halten Sie mich für einen Spieler? Sehen Sie es nicht? Warum sonst gehen Sie ins Casino? Ja, es gehört zu meinem Beruf, die Menschen zu studieren. Darf ich fragen, was Sie machen? Ich bin Psychologe. So, jetzt zeige ich Ihnen noch einen schönen Platz. Fliko, du bleibst hier. Fliko, du bleibst und passt auf die Dame an deiner Seite auf. Schön, wie Sie das machen. Wir verstehen uns eigentlich blind, aber manchmal muss ich nur ein bisschen nachhelfen. Ja, ich bin mit Tieren groß geworden. Sie geben einem so viel. Die meisten Menschen verstehen das nicht. Da haben Sie recht. Komisch. Wie schnell sich das Leben ändern kann. Noch vor ein paar Tagen hätte ich es für ausgeschlossen gehalten, dass ich meinen Schreibtisch verlasse und so mir nichts, dir nichts in die Oberlausitz fahre. Ach, dann haben Sie das gar nicht geplant. Nein. Ich bin hierher gekommen, um ein wenig nachzudenken. Um Abstand zu gewinnen. Darf man fragen, wovon? Von meinem Alltag. Von dem, wie ich bisher gelebt habe. Das klingt nach Krise. Wollen Sie mir einen Rat geben als Psychologe? Haben Sie eine Praxis? Nein, nein, ich arbeite rein wissenschaftlich. Aber erzählen Sie. Na ja. Auf einmal war nur noch die Arbeit da. Kennen Sie das? Und wie? Bei mir geht es manchmal so weit, dass ich sogar Fliko vernachlässige. Und das heißt was. Fliko. Das ist eigentlich gar kein Name für ein Pferd. Es ist mehr ein Hundename. Naja. Aber es hat auch etwas mit meinen französischen Impressionen zu tun. Aha. Le Flic, der französische Polizist? Nein. Es kommt eher von Flick-Flack. Auf und davon. Reiten wir zurück? Ja. Oh. Oh. Normalerweise mag es Fliko überhaupt nicht, wenn er beim Ausreiten Gesellschaft hat. Lorin und ich, wir reiten auch alleine. Ich habe in München niemanden, der meine Leidenschaft teilt. Ja, das kenne ich. Ja. Aber mit einem Pferd ist man nie allein. Da haben Sie recht. Nimm mal eine kleine. Danke. Bitteschön.
Ich habe uns schon mal einen Aperitif bestellt. Gut. Auf dich. Und dass du auf andere Gedanken kommst, dich erholst und einen kleinen Flirt genießt. Amelie, du nimmst alles so leicht. Jetzt sag bloß, er gefällt dir nicht. Das habe ich nicht gesagt, aber flirten in meinem Alter. In meinem Alter? Was soll denn das heißen? Ich habe nicht vor, mich in ein Abenteuer zu stürzen. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob er sich für mich interessiert. Nein, er hat dich ja nur zum Reiten eingeladen. Ich weiß nicht viel von ihm. Bruno und ich, wir kannten uns auch nicht und es... hat einfach Peng gemacht. Ja, fast wie mit 16. Weißt du was? Ich glaube, wir sollten etwas für dein Selbstwertgefühl tun. Wie soll denn das gehen? Neues Kleid. Morgen zeige ich dir das Städtchen und meine Lieblingsboutique. Ausgezeichnet. Dann lade ich mich auf einen Cappuccino ein. Ich weiß, was die besten gibt. Ja. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Wissen Sie zufällig, wo Vera Benthaus sich aufhält? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie sich Urlaub genommen hat. Ja. Danke schön. Per le belle donne. Grazie. Prego. Schön haben Sie es hier. Si, signora. Darf ich Sie mal was fragen? Prego. Ist dieser alte Wasserturm bewohnt? Ja, signora. Dort wohnt ein Doktor, fa le medicine naturali. Ein Naturdoktor? Sì. Grazie. Prego. Komisch. Zu mir hat er gesagt, er ist Psychologe. Ach ja? Lisa, können Sie mal kommen? Ja, Herr Woodbaum. Schicken Sie bitte alle großen Hotels in der Oberlausitz, ob Vera Benthaus irgendwo abgestiegen ist. Mhm, mache ich sofort. Ein Reitstall sollte dabei sein. Ja. Danke. Ah, guten Tag. Hallo. Ah, guten Tag. Die Dame mit den Rosen. Ja, Ihre Rosen haben sich wunderbar gehalten. Oh, das freut mich. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ah, ich hätte gerne einen Sommerstrauß für meine Freundin. Sie hatte nämlich Geburtstag. Mhm. Ja, von den Sonnenblumen vielleicht? Ja, wunderbar. Gut. Das ist wirklich ein schöner Markt. Und da gibt es doch auch noch diesen historischen Wasserturm mit dem kleinen Häuschen. Wohnt da jemand? Amelie, lass doch. Mhm. Da wohnt ein sehr netter Mann. Aber wissen Sie, gestern kam er zu mir, kauft eine Rose und schenkt sie mir dann einfach so. Es sei doch so ein schöner Tag, sagt er. Das muss ja ein richtiger Kavalier sein. Also ich glaube, er ist ein Künstler. Manchmal hört man aus dem offenen Fenster klassische Musik. Ich denke, er ist Komponist. Dein Robert ist irgendwie mysteriös. Jedenfalls erzählt jeder etwas anderes über ihn. Das kann man wohl sagen. Chef, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören? Ist egal. Ich habe Vera Benthaus gefunden. Hier ist die Telefonnummer vom Hotel. Danke, Lisa. Soll ich für Sie anrufen? Nein, das mache ich schon selber.
Ach, übrigens, unser Verleger hat angerufen. Er wird gleich hier sein. Ach, und das halten Sie wohl für die schlechte Nachricht. Mhm. Rotbaum, ja, könnten Sie mich bitte mit Vera Benthaus verbinden? Danke. Die ist nicht auf Ihrem Zimmer, verstehe. Dann hinterlassen Sie ihr doch bitte, sie möchte mich zurückrufen. Ja, Rotbaum, TH. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Gerd müsste doch inzwischen zurück sein. Seit gestern, wenn in L.A. alles glatt gelaufen ist. Hat er sich schon gemeldet? Ich habe doch mein Handy ausgeschaltet. Guten Tag. Frau Benthaus, Sie haben eine Nachricht. Und zwar, Herr Rotbaum hat angerufen und bittet um Rückruf. Darf ich Ihre Blumen aufs Zimmer bringen lassen? Gerne. Daniela, würden Sie sich bitte darum kümmern? Bitte schön. Dankeschön. Bitte. Danke. Ich wusste, dass Gerd dich findet. Er ist eben ein Profi. Vielleicht sollte ich ihn doch zurückrufen. Nein, Vera, das wäre zu einfach. Amelie! Bruno! Wieso bist du schon da? Ich hatte solche Sehnsucht nach dir. Ah, Entschuldigung. Hallo. Vera. Ja, darf ich die Damen heute Abend zum Essen einladen? Danke, Bruno, aber ich denke, ihr solltet euer Wiedersehen alleine feiern. Herr Severin ist jetzt da. Bitte. Na, Herr Severin, was verschafft uns die Ehre? Gibt's einen konkreten Anlass? Den gibt es, Herr Rotbaum. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Kaffee, Tee, Wasser? Nein, nein, danke. Ich bin sehr in Eile. Ein Wasser für mich, bitte. Es handelt sich um eine Sache, die ich neulich in der großen Runde nicht ansprechen wollte. Es geht um Ihre Redakteurin, Frau Vera Benthaus. Hat sie was ausgefressen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe ein sehr interessantes Angebot für Sie. Ist Frau Benthaus im Urlaub. Sie wird noch zwei Wochen außer Haus sein. Schade, schade. Und Sie haben wirklich keine Ahnung, wo ich Sie treffen könnte? Nein, leider. Ja, vielleicht weiß es jemand aus dem Kollegenkreis. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Die meisten Kollegen von Frau Benthaus sind doch jünger. Ich glaube nicht, dass es da besondere private Kontakte gibt. Außerdem kam ihr Entschluss zu verreisen ganz plötzlich. Ich habe es auch erst erfahren nach meiner Rückkehr aus Los Angeles. Tja, da bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten. Tja, sieht fast so aus. Entschuldigen Sie mich einen Moment, Herr Sibyl. Ja, Lisa? Nein, nein, ich weiß Bescheid. Die sollen schon ohne mich anfangen. Ich komme dann später dazu. Ja? Dann will ich Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten. Wiedersehen, Herr Sibyl. Offensichtlich kennen Sie sich hier in der Gegend ja schon besser aus. Dank Ihrer Hilfe. Und Sie? Machen Notizen für Ihre Arbeit? Ja, ja. Kommen Sie, ich begleite Sie zum Stall. Gern. Die neueste Spur führt direkt nach Paris. Miles Boone soll dort wohnen. Halten Sie Ihre Quellen für zuverlässig? Ich habe Spoons Ex-Freundin in Paris aufgetan. Über sie kommt man ihn heran. Ist ja doch ein super Aufmacher für die September-Ausgabe, oder? Ja. Kriegen Sie es hin? Sorry, das ist mein Job. Na, dann machen Sie mal. Lisa soll Ihnen gleich einen Flug buchen. Dankeschön. Darf ich erfahren, worüber Sie schreiben? Wendepunkte im Leben und Ihre Bewältigung. Dann wäre ich Ihr bestes Studienobjekt. Das würde in der Wissenschaft nicht gelten. Da dürfte ich Sie gar nicht kennen.
Stimmt. Ihr Kollege Janis Tachala in seinem Buch schreibt Methoden der Feldforschung. Kennen Sie das Buch? Darf ich Ihnen Ihr Pferd abnehmen? Ja, danke, Karl. Bitte schön. Komm. Ach, der gute Tachala. Ja, ich bin kein Fan von ihm, aber lassen wir das. Mit der Psychologie. Ich muss mich heute noch genug damit beschäftigen. So, Fliko wartet auf seinen Ausritt. Sie waren ja heute schon alleine draußen. Sie wissen doch, mit einem Pferd ist man nie allein. Das muss ein sehr weiser Mann gesagt haben. Moment. Sein Name war Flick und er sagte ihr, dass er bei der Namensgebung an Flickflack gedacht hat. Das klingt nach Robert Gerlach. Flickflack auf und davon, denn genau das war er. Dieser Flick war ein wilder Halsborn, ein ewig Flüchtender. Hallo, Vera. Hallo. Willst du nicht doch mit uns essen gehen? Nein, danke, aber setz dich doch einen Moment. Hör mal, das ist das Buch von Miles Boon, das du mir gegeben hast. Und Robert Gerlach nennt sein Pferd nach der Hauptfigur in diesem Roman, Fliko. Ja, und? Ja, und die Begründung, die er mir gegeben hat, steht original in diesem Buch. Du meinst, er schmückt sich mit fremden Federn, klaut Sätze von Miles Boon, nur um dich zu beeindrucken? Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt als Journalistin müsste dich das doch interessieren. Ich habe ihn einen Buchautoren genannt, den es nicht gibt. Ein journalistischer Trick, und der ist drauf reingefallen. Ich wusste es, der Mann hat ein Geheimnis. Guten Abend, Lorraine. Hallo, mein Mädchen. Morgen machen wir dir einen schönen Ausritt, ja? Ja, und schlaf gut. Ja. Gute Nacht. Haben Sie mich erschreckt? Ach, wieso denn erschreckt? Ja, normalerweise ist um diese Zeit niemand mehr im Stall. Sie irren, ich war gestern auch bei Flick im Stall, als Sie Lorraine gute Nacht gesagt haben. Sie belauschen mich? Ich habe mich von Flico verabschiedet, was ich immer tue, wenn ich Zeit dazu habe. Nur, wir unterhalten uns wortlos. Dass Sie kein Mann großer Worte sind, habe ich schon festgestellt. Gute Nacht. Ich wollte Sie weder kränken noch belauschen. Ich hatte nur versucht, Sie nicht zu stören. Sie machten so einen verletzbaren Eindruck, als sie sich ganz alleine fühlten. Wie jemand, der einen Kreis um sich gezogen hat und nicht will, dass man ihn betritt. Meinem Eindruck nach sind eher Sie derjenige, der einen Kreis um sich gezogen hat. So? Dann öffnen wir ihn noch ein bisschen. Morgen ist Sommerfest. Hätten Sie Lust mitzugehen? Ich überleg's mir. Folgen Sie bitte der Umleitung. Das ist eine sorbische Tanzgruppe. Die Sorben haben eine lange Tradition in der Lausitz. Pflegen ihre eigene slawische Sprache? Ja. Hallo? Es gibt eine sehr schöne CD von Ihnen. Die schenke ich Ihnen zur Erinnerung an Ihren Aufenthalt. Das wäre nett. Vielleicht mit Widmung? Für wen? Für Vera. Für dich.
Guten Tag. Ich hätte gerne Frau Benthaus gesprochen. Rotbaum, mein Name. Tut mir leid, Frau Benthaus ist nicht im Hause. Wissen Sie, wo ich Sie finden kann? Tut mir leid, ich habe Sie seit dem Frühstück nicht mehr gesehen. Tja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten. Können Sie mir sagen, wo ich eine Kleinigkeit essen kann? Auf der Terrasse oder in unserem Restaurant. Fritz, führst du den Herrn mit ins Restaurant? Bitte. Danke. Sympathisch. Hier sind sie freundlich direkt, kommen zusammen, feiern, versuchen den Alltag zu vergessen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir auch mal so gehen würde. Und ich fühle mich sogar wohl dabei. Aber ich glaube, wir werden uns nicht blamieren. Es war schrecklich ohne dich zu Hause. Obwohl sie mir die Bürgermedaille verliehen haben. Für besonderes unternehmerisches Engagement. Davon hast du mir gar nichts erzählt. Ich würde dir auch am liebsten eine Medaille verleihen. Ganz persönliche. Ich dir auch, mein Schatz. Nein. Ich schenke dir mein Herz. Auf dich. Auf uns. Auf uns. Schau mal. Da ist Vera mit ihrem geheimnisvollen Kurschatten. Also wenn ich nur ein bisschen was von Körpersprache verstehe, würde ich sagen, da ist Feuer unterm Dach. Ein Foto machen? Ja, gerne. Na ja. Die Fotos hängen morgen im Schaukasten am Rathaus aus. Kommen Sie doch vorbei. Danke. Ja, danke. Ach, will ich ein Foto machen? Ja, warum nicht? Nein, nein. Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Schließlich ist ja eine Privatsphäre. Du benimmst dich ein bisschen wie ein Promi. Kennst du dich da aus? Ja, natürlich. Das ist mein Job. Ich bin Journalistin bei einem Gesellschaftsmagazin. Tatsächlich? Ja, aber sowas liest du natürlich nicht. Du gehörst nicht zu unserer Zielgruppe. Du hast recht. Dafür fehlt mir die Zeit. Zumal ich im Moment so viel zu tun habe, dass ich nicht mal mehr zum Reiten kommen würde. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Ach, tut mir leid, das geht leider nicht. Verstehe.
Doreen, mein Schatz. Ich bin ganz traurig. Morgen müssen wir beide alleine ausreiten. Du musst auf deinen Freund Flickert verzichten. Und ich auf Robert. Dabei waren wir beide schon so vertraut. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt. Gerd. Muss der Berg eben zum Propheten. So kann man es auch ausdrücken. Tut mir leid, Vera, das mit deinem Geburtstag. Ich verstehe nicht, wieso ich ihn vergessen konnte. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe dir übrigens aus Los Angeles mehrmals auf die Mailbox gesprochen. Wieso hast du mich nicht zurückgerufen? Ganz einfach, weil ich nicht abgehört habe. Verstehe. Dein Geschenk. Ich hab's doch vor meiner Reise gekauft. Wie aufmerksam. Ich bin müde. Bitte, Vera, bitte, kannst du mir denn nicht verzeihen? Bitte. Entschuldigung, Frau Benthaus. Ich wollte noch mal nach den Pferden sehen. Ist gut, Karl. Ich wollte sowieso gehen. Komm, lass uns warmes Walter reden. Gerne. Sind die so recht? Danke. Bitte schön. Danke sehr. Was wünschen Sie zu trinken? Oh, ich hätte gerne ein Wasser. Ein Viertel von dem hauseigenen Rotwein, bitte. Ist recht. Ich war nicht sauer, weil du meinen Geburtstag vergessen hast. Sondern? Ich war einfach traurig. Außerdem, wie konntest du Sarah Kuhn den Auftrag geben? Du hast mich behandelt, als wäre ich zu alt für diesen Job. Aber das stimmt doch nicht, Vera. Natürlich stimmt es. Und es war nicht das erste Mal. Du bist einfach unsensibel. Du merkst gar nicht, wie sehr mich deine Worte kränken. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber wie kannst du eine Anfängerin wie Sarah Kuhn auf Miles Boone ansetzen? Dieses Projekt ist drei Nummern zu groß für sie. Aber das hatten wir doch schon, Vera. Als ich aus Los Angeles zurückkam und du nicht da warst, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie sehr du mir fehlst. Ich kam mir vor wie amputiert. Einsam. Ich meine, schließlich warst du es immer, die unser Privatleben organisiert hat. Sofern wir eins hatten. Neben der Arbeit. Es war keine leichte Zeit für mich. Ohne dich. Heirate mich, Vera. Meinst du das ernst? Gerd! Hallo, Amelie. Das ist aber nett, dass du uns besuchen kommst. Bruno und ich, wir kommen gerade vom Sommerfest. Vera, ich muss dir unbedingt was erzählen. Komm! Komm hier schon. Gern, entschuldigen uns. Dürfen wir uns setzen? Ja, natürlich. Ein schöner Abend. Was ist denn los mit dir? Es geht alles so schnell. Stell dir vor, Bruno hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Schön. Und was hast du gesagt? Ob er es auch wirklich ernst meint. Genau, das habe ich Gerd auch gefragt. Wie jetzt? Verstehe ich das richtig? Er will dich heiraten? Ja. Aber ich weiß nicht. Ich brauche Bedenkzeit. Ich verstehe dich nicht. Bedenkzeit.
Seit 7 Jahren leben wir zusammen. Was gibt's da zu bedenken? Ob es die richtigen Motive sind, wenn wir es heiraten. 7 Jahre war es kein Thema für dich. Jetzt ist es aber eins. Lass uns darüber nachdenken. Gute Nacht. Ich bin müde. Lass uns morgen reden. Entschuldige, aber du warst immer diejenige, die gleich reden wollte. Und nicht später. Na gut, komm rein. Ich verstehe, wenn du noch sauer auf mich bist. Das ist's nicht. Du hast den ganzen Abend nur von dir gesprochen. Bei deiner Aufzählung, warum du mich vermisst, hat etwas Wesentliches gefehlt. Und das wäre? Dass du mich liebst. Ach, Vera, das ist doch selbstverständlich. Ich dachte, das weißt du. Natürlich liebe ich dich. Genauso wie früher. Das ist nicht selbstverständlich. Ich möchte es hören und fühlen. Gut. Was soll ich tun? Am besten, du fährst zurück nach München. Und wir reden drüber, wenn ich zurück bin. Haben wir noch eine Chance? Ich weiß es nicht. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Für mich bitte auch einen Tee. Sehr gern. Danke. Also, ich finde es gut, dass Gerd zurückgefahren ist. Ja, ja. Und wann triffst du Robert? Ich weiß gar nicht. Was? Wieso denn nicht? Er hat plötzlich keine Zeit mehr. Das ist doch immer dasselbe. Die meisten Männer haben Angst vor zu viel Nähe. Nein, das ist es nicht. Jedenfalls macht Robert ein Geheimnis aus seiner Identität. Gestern hat er sich zum Beispiel nicht mehr fotografieren lassen. Und er zitiert Sätze aus den Romanen von Miles Spoon. Tja. Und was wäre, wenn er Miles Spoon ist? Das ist doch völlig absurd. Du glaubst doch nicht, dass ein weltbekannter Autor sich ausgerechnet in so einem kleinen, verschlafenen Kurort versteckt. Wieso? Das wäre doch unglaublich clever. Kein Mensch würde ihn hier vermuten. Du kennst doch seine Romane. Und jeder Journalist würde denken, so ein Autor muss in der Großstadt leben. In London, in Paris, in Casablanca, was weiß ich. Soll ich dir mal was sagen? Du hast dich in diesen Mann verliebt, egal ob nun Robert Gerlach oder Miles Spoon. Ja? Tut mir leid, das geht nicht.
dann müsst ihr den Erscheinungstermin eben verschieben. Ja. Es gibt Phasen, da läuft es nicht so, wie man sich das wünscht. Danke für euer Verständnis. Ich melde mich. Unterstellen, bis das Gewitter vorbei ist. Ja? Moment bitte, Sarah. Ja, was gibt's denn? Was soll das heißen, Miles? Boone ist demnach nicht in Paris. Was? Die ist überhaupt nicht seine Ex-Freundin? Ach, wollen Sie mir damit sagen, Sie haben sie verschaukeln lassen? Na wunderbar. Gratuliere. Dann können wir die Exklusivstory für die September-Ausgabe ja vergessen. Ach, sparen Sie sich Ihre Erklärung, fliegen Sie zurück. Scheiße. Beruhigen Sie sich eher. So, Nico, komm mal her. Komm. So ist man nach. So. Jetzt komm mal her, komm. Ja. So. Komm. Oh, danke. Langsam glaube ich an das Gesetz des Zufalls. Man könnte es auch anders sehen. Es gibt keinen Zufall. Wenn es keinen Zufall gibt, was ist es dann? Schicksal. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Guten Tag, mein Name ist Severin. Guten Tag. Ich möchte zu Frau Benthaus. Tut mir leid, Frau Benthaus ist ausgeritten. Oh, da kommt sie gerade. Harry! Was führt Sie hierher? Ich hatte Sehnsucht nach meiner Chefreporterin. So wie Sie aussehen, hat sie das Gewitter auch überrascht. Sozusagen. Mein Buch Menschen in Florida war ja im Grunde eher ein gebundenes Gesellschaftsgeplaudere.
Trotzdem hat der Verlag damit einen kleinen Gewinn gemacht. Aber. Aber? Inzwischen ist das Buch übersetzt und in Amerika erschienen. Davon wusste ich gar nichts. Ja, ich wollte es Ihnen mitteilen. Ich war sogar deshalb in der Redaktion. Aber die Kommunikation mit Gerd Rothbaum erwies sich als etwas schwierig. Inwiefern? Ja, jedenfalls konnte oder wollte er mir nicht Ihren Aufenthaltsort sagen. Aber wie dem auch sei. Auf dem US-Markt war Ihr Buch gleich nach der ersten Woche ein Goodseller. Das sind ja Neuigkeiten. Deshalb, Vera, möchte ich Ihnen vorschlagen, ob Sie nicht ein weiteres Exemplar für meine Lieblingsreihe People schreiben? Menschen in Kanada. Ja. Sofern Sie sich entschließen können, für ein halbes Jahr nach Toronto zu gehen. Ja, Sie. Sie müssen sich ja nicht sofort entscheiden. Danke, Harry. Eine neue Nachricht. Frau Benthaus, hier ist die Notaufnahme des Kreiskrankenhauses. Es geht um Gerd Rothbaum. Bitte rufen Sie unter 58340 zurück. Kreiskrankenhaus Oberlausitz? Ja, hier ist Vera Benthaus. Können Sie mich bitte mit der Notaufnahme verbinden? Herr Rothbaum hatte einen Unfall. Verstehe. Ja, ich komme sofort. Danke. Was ist denn los? Ich muss ins Krankenhaus. Gerd hat einen Unfall. Ich komme mit. Nein, nein, ich schaffe das schon. Ich kann Sie jetzt nicht alleine lassen. Entschuldigung, ja. Wir suchen das Stationszimmer. Ja, das ist direkt hier rechts. Dankeschön. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gern zu Herrn Gerd Rothbaum. Herr Doktor, es handelt sich um den Autounfall. Herrn Rothbaum. Ach ja, ich weiß schon. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es ihm? Ja, er hat ein Schleudertrauma, einige Platzwunden und wir mussten ihn am Unterschenkel operieren. Aber alles in allem hat er Glück gehabt. Darf ich zu ihm? Ja, natürlich. Er ist schon aus seiner Narkose aufgewacht. Zimmer 128, schräg gegenüber. Danke. Danke. Ich warte draußen. Vera. Schön, dass du da bist. Psst. Sag nichts. Sag doch endlich was, Vera. Gerd hat riesengroßes Glück gehabt. Ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Vielleicht erkennt er jetzt, dass es um mehr geht als nur um Arbeit und Karriere. Er war verzweifelt, weil ich so abweisend war. Amelie. Ich habe mit Robert geschlafen. Jetzt mach dich doch nicht verrückt, Vera. Gerd hat dich sehr verletzt und du warst wütend auf ihn. Dann triffst du Robert und verliebst dich in ihn. Das ist ganz normal. Passiert jeden Tag. Vielleicht habe ich einfach einen großen Fehler gemacht. Unsinn. Ich muss mit Robert reden.
Vera, ist was passiert? Ich muss mit dir reden. Ja, komm rein. Bitte sehr. Danke. Schön, dass es hier. Darf ich dir was anbieten? Nein, danke. Robert, ich bin völlig durcheinander. Ich brauche etwas Zeit, um nachzudenken. Verstehst du das? Nur zu gut. Du brauchst ein bisschen Abstand. Nein. Nein, das meine ich nicht. Ich werde dir das irgendwann erklären. Ich bin da. Wenn du mich brauchst. Ich melde mich. Bist du sicher, dass du das wirklich willst? Absolut. Wenn du Bedenken hast, noch kannst du es sagen. Ich habe keine. Ich bin glücklich. Aber irgendwas bedrückt dich doch, das merke ich. Ach, ich mache mir Sorgen um Vera. Sie steckt wirklich in einer tiefen Krise. Aber Amelie, deine Freundin ist eine starke Frau. Sie wird schon herausfinden, was für sie richtig ist. Ich weiß nicht so recht. Wenn man weiß, dass etwas gut und richtig ist, dann wird es durch Warten auch nicht besser. Ja, das stimmt. Ach, guten Tag. Guten Tag. Wo kann man hier das Aufgebot bestellen? Das Standesamt befindet sich im ersten Obergeschoss, links, unmittelbar neben der Treppe. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Dankeschön. Wiedersehen. Dankeschön. Bruno! Ja, eine Journalistin. Was heißt hier attraktiv? Nein, ich mache keine Ausnahme. Sagt ihr, der Autor spricht durch seine Bücher. Ja, vielen Dank. Ach, guten Tag. Sie wollen sicher zu Herrn Rotbaum? Ja, der liegt jetzt auf Zimmer 136. Dankeschön. Bitte. Ja, bitte. Vera! Hallo. Hallo, Frau Benthaus. Hallo, Sarah. Schön, dass du da bist. Dir scheint es wieder besser zu gehen. Ich will da nicht länger stören. Also gut, ich leg dann los, ja? Ja, und vermasseln Sie es nicht wieder. Vielen Dank für die Chance auf Wiedersehen. Kannst du mir sagen, was das eben hier war? Sarah Kuhn hat die Story mit Miles Boone in Sand gesetzt. Auf meiner Rückfahrt vom Hotel, also kurz vorm Unfall, haben wir telefoniert und ich bin ausgerastet. Verstehe. Und ich dachte, es war meine Schuld. Ich hätte dich nicht fahren lassen sollen. Nach dieser Nacht. Ach was, ich bin auf dieser nassen Landstraße einfach viel zu schnell gefahren. War ganz allein meine Schuld. Du hast recht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja, das habe ich Sarah Kuhn auch gesagt. Ich glaube es nicht. Du lässt sie tatsächlich an dieser Sache weiterarbeiten? Na, also nach ihrem Flop in Paris hat sie sich wirklich mächtig ins Zeug gelegt. Und sie hat eine undichte Stelle in seinem Verlag aufgetan. Also sie ist davon überzeugt, und jetzt halte ich fest, dass Miles Boone hier in diesem verträumten Kurörtchen sich versteckt hält und seinen neuen Roman schreibt. Das wäre ja ein merkwürdiger Zufall. Komisch. Also wenn ich mir vorstelle, wie nah du die ganze Zeit dran warst. Ironie des Schicksals.
gerade was essen gehen. Ich hab riesen Hunger. Ich auch. Arrivo, signora. Danke. Zahlen bitte. Und? Hast du nachgedacht? Ja. Nachdem wir... Ich meine, nach dem Gewitter habe ich mir überlegt, wie mein Leben weitergehen soll. Du hast die Antwort gefunden. Nein. Ich weiß nur, dass du mir sehr viel bedeutest. Du weißt nicht alles von mir. Und ich finde, du solltest mehr wissen. Jeder Mensch hat seine Geheimnisse. Ich habe Frau Benthaus eben ins Hotel gehen sehen. Mhm. Können Sie mir vielleicht sagen, wo sie ist? Soviel ich weiß, ist sie ins Restaurant gegangen, gleich hier den Gang entlang. Dankeschön. Mhm. Danke. Guten Tag. Einen Tisch für die Dame? Danke. Da hinten sitzen meine Freunde. Bitte. Du weißt, ich bin Journalistin. Was hat dein Beruf mit uns zu tun? Guten Tag, Frau Benthaus. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sarah Kuhn, eine Kollegin. Sarah, bitte lassen Sie uns allein. Wir sind mitten im Gespräch. Ja, das sehe ich. Sie haben mal Spoon aufgespürt. Damit wollen Sie wohl Ihrem Lebensgefährten, dem Herrn Chefredakteur, imponieren. Aber das war mein Job. Es reicht, Sarah. Nein, reden Sie ruhig weiter. Jetzt wird ja erst interessant. Es geht also um diesen Schriftsteller? Ja, um ein Exklusivinterview. Und zwar mit Ihnen. Aber hat sie Ihnen das nicht gesagt? Das wolltest du mir also erklären. Robert. Bitte hör mir zu. Ich glaube, ich habe genug gehört. Vielleicht möchten die Damen das unter sich ausdiskutieren. Robert, bitte warte. Robert? Ich habe schon verstanden. Du hast das alles nur inszeniert, um dich an mich ranzumachen, um deinem Lebensgefährten und Chefredakteur zu imponieren. Was bist du nur für eine Heuchlerin? Das stimmt so nicht. Man lernt nie aus. Was soll denn das werden? Das siehst du doch, ich reise ab. Warum denn? Ich will darüber nicht reden. Ich bin deine beste Freundin und werde nicht zulassen, dass du in diesem Zustand Auto fährst. Also, willst du mir endlich erzählen, was los ist? Das ist ja unglaublich, was sich deine junge Kollegin da herausgenommen hat. Denkst du, du kannst Robert davon überzeugen, dass du ihn eigentlich für Sarah Kuhn warnen wolltest? Nein, es hat keinen Sinn. Er glaubt, ich hätte von Anfang an ein falsches Spiel gespielt. Das hat ihn natürlich gekränkt. Schlimmer noch, er fühlt sich verraten und hintergangen.
So kannst du das nicht im Raum stehen lassen. Du musst das klären. Amelie, ich habe dir schon einmal gesagt, es hat keinen Sinn. Du gibst doch jetzt nicht auf, oder? Vera, du musst um Roberts Liebe kämpfen. Ich kann ihm doch nicht hinterherlaufen. Liebe kann man nicht erzwingen. Soll ich Ihnen helfen? Danke, das geht schon. Ihre Rechnung, Frau Benthaus. Dankeschön. Auf Wiedersehen und gute Fahrt. Dankeschön. Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen, Frau Benthaus. Schade, dass Sie schon abreisen. Das ist wirklich wunderschön bei Ihnen. Ach, Herr Gassner, können Sie mir einen Gefallen tun? Sie sind doch mit Herrn Gerlach befreundet. Würden Sie bitte diesen Brief geben? Selbstverständlich. Ich kümmere mich persönlich darum. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Fritz, vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vera? Gerd? Was machst du denn hier? Ich habe mich heute früh selber entlassen, sozusagen auf eigene Verantwortung. Du änderst dich nie. Genau. Und deshalb will ich von dir auch das Miles Boone-Interview haben. Sarah hat mir alles erzählt. Dann hat sie dir sicher auch erzählt, dass es keine Miles Boone-Story geben wird. Ach Vera, ich bitte dich, was soll das? So eine Chance bekommt man nicht alle Tage. In deinem Beruf. Wir haben vielleicht verschiedene Vorstellungen von Chancen. Gerd, ich kündige. Das ist gar kein ungünstiger Zeitpunkt. Wie soll ich das verstehen? Komm. Man hat mir einen Bombenjob angeboten. Eine Top-Position im Medienbereich. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir beide erstmal verheiratet sind, dann kannst du zu Hause arbeiten, endlich deine Bücher schreiben und nebenbei dich um alles Repräsentative kümmern. So dachtest du. Mein Leben wird anders verlaufen. Wir werden nicht heiraten. Ich werde nach Kanada gehen und ein Buch schreiben für Harry Severin. Wir werden nicht heiraten? Aber Vera, wir sind ein fabelhaftes Team. Das waren wir vielleicht mal. Gerd, ich liebe dich nicht mehr. Und ich glaube, dir geht es genauso. Es ist also vorbei. Ja. Tag. Entschuldigung, Herr Gerlach. Herr Gassner schickt mich. Ich soll Ihnen diesen Brief geben. Oh, vielen Dank. Bis nächstes Mal, ja? Dankeschön. Schönen Tag. Lieber Robert, wenn du diesen Brief liest, bin ich wahrscheinlich schon auf dem Weg nach München. Ich bin sicher, Lorin wird Flico schon jetzt vermissen. Ich weiß, du bist verletzt,
Aber viele unserer Wunden sind alte Wunden. Ich kam hierher, weil ich alles hinter mir lassen wollte. Dann begegnete ich dir. Zufall oder Schicksal? Auf jeden Fall absichtslos. Die Zeit mit dir hat mein Leben verändert, durcheinandergebracht. Und jetzt muss ich es irgendwie neu ordnen. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht geht es dir ähnlich. Manchmal reitet man durch unbekanntes Gelände und weiß nicht, wohin der Weg führt. So geht es mir gerade. Ich danke dir für diese wunderbare Zeit. Vera. Was klären. Bring Lorie nach Hause, in den Stall. Kein Problem, Frau Benthaus. Danke, Max. Ist auf der Weide. Er braucht Zeit zum Nachdenken. Du meinst, er braucht ein bisschen Abstand. Obwohl er lieber mit Lorin auf der Weide wäre. Dann muss ich Lorin eben zurückholen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was, du bist da? Was für eine Überraschung. Das ist ja toll. Alles Gute nochmal. Schönen Urlaub. Vielen Dank. Amelie. Dir auch. Hat gar nicht wehgetan. Alles Glück dieser Erde. Es fing an wie ein Sommerflirt und wurde meine große Liebe. Eine Liebe im September. Es lohnt sich, um die Liebe zu kämpfen. Und sie findet dich. Egal, wo du dich versteckst. Alles Glück. À votre service, Madame. Das habe ich mir immer gewünscht. Bitte sehr. Danke. Du weißt, ich gehe wirklich nach Toronto. Ich weiß. Das sollst du auch. Schicksal. Aber ich komme mit. Und Flico auch. Was soll er denn hier alleine ohne Lorin? Du meinst, du gehst nach Kanada? Flick
Flack, auf und davon.